dieses Spiel unbedingt gewinnen, weil wir haben auch zu Hause gespielt. Es war ein sehr schweres Spiel. Bayern war sehr stark, hat enorm viel Ballbesitz, glaube ich, 65% Ballbesitz. Das ist zu viel. Aber wir haben trotzdem ein paar Torchancen in der ersten Halbzeit. Haben wir drei klare Torchancen, der zweite Halbzeit auch. Wir haben gut verteidigt und mit Geduld auch. Und sehr kompakt, und es war nötig, gegen eine solche Mannschaft gut zu verteidigen. Sonst ist es sehr, sehr schwer gegen Bayern. Und wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Es war manchmal sehr schwer. Ja. Und viele Flanken sind gekommen. Es war manchmal Limit so, aber wir haben weiter gut verteidigt, mit sehr, sehr viel Intelligenz. Und wir wissen, wir können kontern. Das haben wir sehr gut gemacht. Und am Ende ist es 2-0, aber es war natürlich sehr, sehr schwer, gegen Bayern zu gewinnen. Ich finde auch, dass wir ein solides Spiel gemacht haben, kein gutes Spiel. Der BVB hat das sehr intelligent gemacht, hat sehr gut verteidigt. Wir wussten auch, dass sie sehr stark im Umschaltspiel sind. Das war nicht nur in diesem Spiel zu sehen, sondern auch im letzten Jahr, als wir hier 3-2 verloren haben. Diese Fehler wollten wir nicht noch einmal machen. Wir haben schon auch meines Erachtens zu viele leichte Ballverluste gehabt, und bei den beiden Gegentreffern war es eben so, dass wir sehr leichtfertig die Bälle verloren haben, und dann gibt es eine Verkettung von Kleinigkeiten, die dann zu diesen Toren geführt haben. Das war nicht vorgesehen. Wir haben sicherlich auch zwei sehr gute, beziehungsweise ich glaube fast sogar drei Chancen gehabt, die wir nicht genutzt haben. Gerade nach dem 0-1 hätten wir das 1-1 machen können. Letzten Endes hat es dann heute nicht gereicht. Also wir haben noch viel Arbeit vor uns. Die zweite Halbzeit hat mir nicht so gefallen wie die erste Halbzeit. Wir haben schon sehr viel Ballbesitz gehabt, aber wir hätten noch konkreter sein können in gewissen Situationen. Das Umschaltspiel nach Ballverlust war okay. Ja, das wollen wir. Wir wollen den Gegner schnell unter Druck setzen, schnell zu Ballgewinnen kommen. Der BVB hat natürlich auch eine Top-Mannschaft, also Top-Fußballspieler. Da haben noch einige gefehlt, die sie jetzt verpflichtet haben. Das bedeutet, der BVB hat auf jeden Fall eine klasse Mannschaft, die dieses Jahr auch vieles erreichen möchte. Aber wir haben noch zwei Wochen, wo wir uns vorbereiten möchten, und wir werden uns strecken. Ja, natürlich. Er hat sehr gut gespielt. Er war ein wenig müde am Ende, das ist ganz normal. Er hat viel verteidigt. Er ist viel gelaufen auch. Und das zweite Tor ist am Anfang von ihm gekommen. Er erobert den Ball sehr, sehr clever, spielt mit links außen. Nachher für Sancho, und das war wichtig, diese Konter. Ja, Rafa ist ein sehr, sehr guter Spieler, sehr clever, und wir hoffen, dass er bleibt. Wird bleiben. Wir wussten, es wird schwierig hier in Dortmund. Hier ist es immer schwierig. Der BVB hat, glaube ich, letztes Jahr kein Spiel hier zu Hause verloren. Das bedeutet, dass es, oder? Eins? Ein, ja. Gegen wen war das? Ei. Okay, nächstes Thema, Entschuldigung. Ich habe ich mache mal weiter, ganz schnell. Also ich finde, dass Jerome ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ja, er hat es mit Niki hinten gut hinbekommen. Die Fehler, die wir gemacht haben, waren ja schon vorne. Das heißt, wenn dann die Welle kommt, dann laufen ja nicht nur ein, zwei Leute vom BVB auf unsere Abwehr, sondern es sind ja dann teilweise 4, 5, 6 Spieler. Dann ist es nicht einfach, das zu verteidigen, eine Unterzahl. Aber es ist so, wie ich es ja auch schon gesagt habe, er ist Spieler von uns, und im Moment gibt es nichts Neues, sodass er weiterhin auch Spieler bleiben wird von Bayern München.